So. Jetzt. Wie er sich dann halt auch Laserschwert hinter seinem Bruder da versteckt hat, ne? Der tritt ins Gesicht, der war schön. Natürlich, man kennt das, er blockt meine Ultis. Ja, das kann er dann auf einmal. Das kann der Mann dann. Der kann es. Und okay, dann schön den die letzten Post und... Das ist so nein! Ätzend. Komm! Vor allem, ich weiche auch nicht vernünftig aus. Das liegt unter anderem daran, dass ich vorhin God of War gespielt habe und da ist das Ausweichen anders als hier. Also andere Taste. Ja, das ist dann schwierig. Sich da umzugewöhnen in so kurzer Zeit ist knallig. So, und jetzt gib ihm! Ja! Oh, Tiefschlag. Ich sehe den roten Balken bei ihm. Er wächst. Diese lila Frustrationsfarbe da, die muss endlich mal raus aus dieser Welt. Der ist aber auch gemein mit den Ultis. Einfach blocken und dann... Jetzt? Ja, und dann Konter und genau. Und dann nochmal durch die Brust ziehen, das Schwert. Ja, weiß ich wohl. So muss es. Und ins Gesicht. So, und jetzt vorbei. Komm, komm vorbei. Nein, 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 er blockt, er blockt, nein, er blockt, nein, nein, er blockt, nein, nein. Oh, da ist er tot. Oh Gott. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber... Drachenpeitsche. That's what she said. Was? Drachenpeitsche. Die zieht bestimmt richtig. Da holt er seinen Lümmel raus. Ich glaube auch. So, Turnier geschafft. Ja, natürlich. Ich dachte, das Spiel ist irgendwann mal vorbei. Aber Duell klingt dann jetzt wirklich endgültig, oder? Ja. Der König, Duell, die königliche Jade, Wut vor dem Tor. Ja, nach dem Turnier will ich auch ein bisschen wütend, ey. Alle auseinanderkloppeln. So, wo ist sie? Wo ist die Peitsche? Gib mir Peitsche. 10.000 kostet die bestimmt, Drachenpeitsche. Nee, nicht so viel. Ja, die ist ganz nett. Ich glaube, die können wir mitnehmen. Ja, mach. Die ist gekauft. Müssen wir nur wieder, oder ich wieder dran denken, dass es in der Luft ist und nicht auf dem Boden und mich dann wundern, warum die Attacke nicht funktioniert. Ach, Pläne haben sie auch mal wieder, natürlich. Alle haben Pläne hier. Weißt du, wie er halt ein schlechter Verlierer sondergleichen ist. Ja, wie der schwarze Ritter hier aus Monty Python. Genau das gleiche. Einigen wir uns auf Unentschieden. Keine Arme, nein, keine Beine mehr. Unentschieden. Schnell, muss mein Bruder erreichen. Muss ich jetzt da durchlaufen oder was? Ja, du musst jetzt richtig schön moschen hier. Ich weiß aber nicht, welche Seite jetzt meine ist, oder? Das ist doch egal. Alter. Alter, ich komm gar nichts. Ich komm jetzt zu gar nichts. Mönch, Mönch, du brauchst definitiv den Mönch, sonst ist hier vorbei. Gib mir einen Mönch! Gib mir. Ich brauch einen Mönch. So, erstmal da durch. Wie sie mich halt in der Luft wegblocken, ne? Es ist unglaublich. Da kommt einer von der... Du kannst hier keine Ulti durchziehen, weil wenn einer von der Seite kommt, der zeigt einfach deine Ulti auseinander. Das ist dann total egal. Jetzt, wie sie jetzt alle hinter mir hier sind. Guck dir das an. Ja, auch hey, da Freunde. Ist er! Ja, genau. Da ist er! Das ist der Spielercharakter. Der muss als erstes dran glauben. Das war damals bei Smash Bros. Auch so schön. Alle gegeneinander gestellt. Jeder kommen sollte eigentlich jeden kommen angreifen. Manche, die prügeln sich mal ein bisschen gegen seine Nähe. Die gehen erstmal schön auf dich. Und dann... weiter diskutieren. Alter, ich breche hier. Was ist denn das? Ich krieg ja so viel Schaden. Dann stufen wir uns mal ein bisschen zurück. Was soll das denn, ey? Was haben die überhaupt für eine Clowns-Uniform an? Warum muss man sich eigentlich immer prügeln? Ich hoffe aber mal, dass sie bei Duellen nicht feige sind. Na, man weiß es noch nicht. Ich glaub da ja noch nicht dran. Weil im 1 gegen 1 kriegt mich ja fast keiner. Da müssen sie schon was ganz Spezielles ausdenken. Ja, wie dieser eine Schwertkämpfer gerade eben, der dich, glaube ich, viermal kaputt gehauen hat. Ja, die waren ja auch zu zweit. Ja, aber als er alleine war, dann ging er mal richtig rund. Ja gut, das stimmt. Oh, Alter. Ich finde so Kabel von so einem Headset sehen aus wie Lakritz. Ja, kommt drauf an, meins ist rot. Ja, was ist denn... Jetzt töte sie doch einfach mal. Nein, ich habe auch das Gefühl, dass sie mehr Life haben als andere vergleichbare Charaktere. Einfach mal. So. Er lebt noch, natürlich.
Dann noch eine Grätsche. Vor dem großen Tor steht so ein Affenfeller Kirschbaum. Oh je. Yeah. Guck dir das an, ey. Bev, da ist noch einer. Komm, wir sind 10.000. Alle hin. Alter, das hier ist echt, das ist echt kein Ponyhof. Du bist da so auf der Mauer, kriegst du den Befehl, ja, da steht einer. Geht einfach mal mit 10.000 Mann auf den drauf und haut ihn. Du denkst ja auch doch, der verarscht uns doch. Da steht einer. Das ist dann so ein Zeug aus dem Helden gemacht. Ja, diesen einen dürft ihr aber nicht unterschätzen. Alter. Der ist nämlich der Drachentiger Faust Achim, der Jahres, der kann alles. Er versucht zumindest alles Aura zu können. Verbiegt ihr Stahlträger. Guck wie die beiden. Die wissen genau, was sie machen müssen. Bleiben einfach stehen. Einfach stehen bleiben. Lass ihn doch rankommen. Der will hier rein, nicht wir wollen raus. Das sind die richtigen. Ja, ja genau, das wollte ich nämlich sagen. Das ist eine gute Idee, die du da bringst. Der will hier rein. Das, der kann ja mal gucken. Ja. Wir stehen da, bilden die Parade und fertig. Nicht immer so, Angriff ist die beste Verteidigung. Ah, Angriff ist am Arsch die beste Verteidigung. Könntest du ja jetzt so tun, als würdest du von der Mauer runterspringen. Und? Im Endeffekt nicht machen. Ah, natürlich, weil ich habe vergessen, dass die immer Ultis blocken. Mein Fehler, tut mir leid. Ich dachte, da kommt vielleicht mal Damage durch. Hallo, das ist einfaches Fußvolk. Was haben die da eine Ulti zu blocken? Das können die gar nicht. Ja, das, weil das so viele sind. Ey, was ist das denn? Wo kommen die denn her jetzt? Die Minenarbeiter. Wo kommen die? Die explodieren. Leute, ich will nicht, dass ihr... Hört auf mir jetzt Gesicht doch, zu explodieren. Doch, das ist gut. Wenn die explodieren und dann im Getrubel drin sind, dann ist... Ja, dann ist super. Das ist richtig. Aber einfach weglaufen, die sind ja auch wieder hinter mir her. Weißt du, die sind alle hinter mir her. Das ist so unglaublich. Aber dafür gibt es ja verhältnismäßig viel Leben. Also das ist schon fair, muss ich sagen. Ja, endlich mal was ist fair. Das ist... Haben sie nicht so schlecht gemacht. Haben sie nicht so schlecht. Ah, und da... Ja, man sollte seine Kombo nicht direkt über der Bombe beenden. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Doch, das ist perfekt, mach das weiter. Meinst du? Ja. Meinst du, das läuft? Ich glaub ja nicht. Du verstärkst dann deine Kicks einfach mit der Explosion. Ach so. Das sah aber eben anders aus. Oh ja, genau. 5 Minenarbeiter und alle laufen so wie ein Hahn ohne Kopf durch die Gegend. So. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen die Babos. Jetzt ist hier Phase. Ja, das sind natürlich die mit ihrem Schwingkreis da, ey. Mit Minenarbeitern. Natürlich, sonst ist das ja langweilig. Aber die Minenarbeiter machen auch schon ein bisschen Damage hier. Alter. Ihr immer mit euren Wellen, ne? Die sind aber auch bescheuert jetzt, ehrlich. Ich sehe das gerade. Diese Minenarbeiter rennen zu den Großen und lassen sich da in die Luft jagen. Im Prinzip müssen sie nur im Kreis laufen. Und dann hat sich die ganze Geschichte erledigt. Und wo ist der Mönch? Wieso kannst du den Mönch nicht bringen? Das frage ich mich auch. Jetzt, wo du sagst, wo ist mein Mönch? Das hier wird doch das ideale Mönch-Level. Natürlich, trifft mich dreimal hintereinander. Was ist da los? Ich will nicht mehr, nein. Oh, einen haben sie tot gekriegt. Das ist so geil. Auf wessen Seite stehen die so hier beide eigentlich? So, auf ihrer eigenen, glaube ich. So wie so ziemlich jeder hier. Werfen da ihre Bomben? Ja, ich will alles in die Luft jagen. Ja. In alle Richtungen. Alter, jetzt dreht er aber durch. Jetzt dreht er einen Swag auf, guck dir den an. Hast du eigentlich schon deine Pulle geschmissen? Nee, ne? Ich hab diesmal gar keine. Krafteigene Arroganz. Ach so, hast keine Pulle genommen. Nee. Ja, geht auch ohne. Bisher schon. Ich glaub nur, das hält sich nicht. Das ist aber auch ein riesiger Level, merke ich gerade mal. Jetzt bin ich schon mit 5 Minuten dabei. Normalerweise, ja, 2 Wellen, dann 2 dicke und fertig. Ja, so. Und da ist vorbei. Ah, das ist hart. Ganz von vorne, wirklich. Ja, ganz von vorne. Alles klar. Komm. Da gehen wir uns doch erstmal einen kleinen Drink gönnen. Ja, das kann ja so Energy nicht sein. Richtig. Echt ganz von vorne. Ja, ist schön so. So, schön wieder alles Geld ausgegeben. Ja, ein bisschen armer Mann jetzt. Ich gehe mal jetzt wieder auf Blitzfäuste, weil die machen irgendwie ein bisschen mehr Schaden als das Blutsaugen. Und bei Bosskämpfen ist Blutsaugen zwar möglich, ah, jetzt habe ich wieder auf normal gemacht. Egal. Aber bei so Minions ist das absolut unmöglich mit dem Blutsaugen. Ja, mach deine Kombo. Ist okay, ich kann damit um. Yeah.
Na, das ist eine schöne Ecke hier. Bin ich gerne. Nee, macht ja Spaß. Vor allen Dingen, ich kann auch nur blocken. Leute, das ist gemein. So, das hat jetzt mal richtig wehgetan, hoffe ich. So, Befreiungsschlag. Ja, Hauptsache alles hier. Was ist denn, warum kommen eigentlich keine Lilan, ne? Ja, warum auch? Die dir so ein bisschen helfen, nee. Die werden natürlich auch von dir verprügelt, oder wie ist das? Ja, ja, das sind beides Gegner. Das sind einmal die Stadtarmee und einmal dann ist das hier die Rebellen oder was das sind. Ja, aber du bist dann der Underdog, der gegen beide geht. Natürlich. Oh, schön. Das ist natürlich super, wenn man so ein bisschen so zwischen die Fronten geht. Er jetzt? Ah, da kann man auch als Kung-Fu-Kämpfer nicht einfach über die Mauer drüber springen. Oder so eine Leiter raufklettern. Leitern, das geht nicht. Nee. Leitern haben keinen Stil. Nee, du musst die ganze Zeit da stehen bleiben und warten, bis du alle umgebracht hast. Und dann gehst du erst rein. Ich habe so keinen Bock auf das Level. Das ist ja unglaublich lang. Ja, die absolute Härte ist ja, dass du immer wieder neu anfangen. Ja, von ganz vorne. Da hatten wir schon wesentlich bessere Konstellationen, finde ich. Gib mir das mal. Gib mir das mal. Ich will nur daran. Ich bin dann auch schon wieder weg. Guck. Kein Ding. Oh meine Güte. Ja, vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, das sind zwei gegensätzlich gerichtete Fraktionen. Die müssen sich eigentlich selber gegenseitig auf... Nein, alle auf mich. Kommt doch viel cooler. Da können sie sagen, ja, wir haben mit 50 Mann einen zerlegt. Weißt du, jetzt muss ich schon meinen Trank nehmen hier. Aber ich spiele auch aus Versehen auf normal. Genau. Da bin ich auch selber schuld. Du nimmst den Trank und dann haut er dir ein bisschen was mit seiner Pike und dann ist wieder die Hälfte deiner Lebensenergie weg. Wenn es doch nur die Hälfte wäre, ey. Ich muss hier raus. So, und jetzt. Der Bitch-Slap der Jahreszeiten. Wie sie halt das, was ich heile, sofort wieder runterbashen. Unglaublich. Das ist voll gemein. Aber wie gesagt, das Gemeinste ist, dass du eigentlich nie die Chance hast, weiter hinten im Level anzusetzen. Nee. Guck dir das an. Die rennen erstmal in die andere Richtung und wollen sich so ein bisschen die, dann drehen sie aber wieder um und sehen... Vor allem, die rennen aneinander vorbei, so von wegen, ah, da ist der Feind, egal, da hinten ist ein noch feindiger. Oder was? Der da hinten, der hat meine Mutter beleidigt, der muss jetzt dran glauben. Das ist nur, weil du so eine komische Robe anhast. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch irgendwie weiße Leinenkutten oder was das ist, die bewegen die zu aggressiven Handlungen. Der Move war aber richtig gut. Habe ich gut gemacht. Da muss ich mich mal selber loben. Hut ab, Chapeau. Das ist jetzt noch Phase 2 von 30 oder wie? Nee, das ist noch Phase 1 von 50. Achso, okay. Siehst du auch, ich meine, dass du das nicht mitzählen kannst, das ist doch... Wie er mir halt immer wieder in die Ferse piekst mit seinem Stecken da. Du kriegst jetzt nochmal eine extra mit, ey. Ich darf mal Scully zitieren. Mathe und Physik sind drei verschiedene Dinge. Ja. Das stimmt. So. Nee, Mathe und Informatik sind drei verschiedene Dinge, hat er gesagt. Stimmt. Ja, wir müssen hier aber auch schon richtig zitieren, ne? Sonst. Das nicht, dass du hier einen Gutenberg machst. Ja, da gibt. Alter, wie die mich halt umzingeln und dann von allen Seiten mit den Stöckern auf mich einpieksen, ne? Ich möchte hier doch einfach nur weg. Ihr könnt euch ja gegenseitig ein bisschen prügeln. Da habe ich ja gar nichts. Die machen ja noch nicht mal AOE-Schaden auf die anderen. Aber warum immer ich? Ja, natürlich. Und dann blocken sie halt immer dieses A. Es ist doch nicht schön. Sind wir doch mal ehrlich. Seid doch mal ehrlich zu euch selber. Sieh in dein Herz und sag mir ehrlich, dass dir das hier gefällt, Mann. So, und jetzt. Ich glaube, die können sich morgens gar nicht mehr im Spiegel angucken. Die sehen einfach nur so eine schwarze Traube, die da im Badezimmer rumsteht. Nee, natürlich, blocken. Blocken ist immer gut. So. Alter. Und sonst so bei dir? Du bist aber jetzt ein bisschen langsamer als gerade, ne? Danke. Kein Ding. Aber du hast zumindest noch deine Pulle, das ist wichtig. Das ist richtig. Oh, die sind tot.